Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zu Geothermie Insights, der Online-Seminarreihe des Bundesverbandes Geothermie. Heute mit dem Thema Zahlen, Daten und Fakten zur Geothermie. Was wissen wir und was wissen wir? Bevor es losgeht, bitte ich Sie, wie immer, alle Mikrofone ausgeschaltet zu lassen und auch während des Vortrages ausgeschaltet zu lassen. Ich bitte Sie, Ihre Fragen, die während des Vortrages entstehen, in den Chat einzugeben. Ich werde diese Fragen dann nach dem Vortrag aufgreifen und gegebenenfalls Ihr Mikrofon freigeben. Ich freue mich, Ihnen heute Gregor Deger vorstellen zu dürfen. Er ist Diplom-Verwaltungswissenschaftler und Betriebswirt und Geschäftsführer der BVG-Tochtergesellschaft GTV Service GmbH, die Dienstleistungen im Bereich PR und Marketing anbietet. Zuvor hat er 6 Jahre lang den Presse- und Öffentlichkeitsbereich des Bundesverbandes koordiniert. Er arbeitet sehr regelmäßig mit den statistischen Datenquellen zur Geothermie und hat eine besondere Passion für Zahlen. In seiner Arbeit hat er ein besonderes Gespür für die Hintergründe und für die Aussagekraft von verschiedenen statistischen Modellen, die wir zur Geothermie haben und von verschiedenen Datenquellen entwickelt und wird uns heute in seinem Vortrag die Stärken und auch die Lücken aufzeigen, die wir im Bereich Geothermie noch haben. Vielen, vielen Dank, Gregor, dass du heute da bist. Ich übergebe dir nun das Wort. Danke, Katrin, für die Einführung. Ja, also das waren ja schon ein paar Vorschusslorbeeren. Also ich werde mein Bestes tun, eben einen Überblick zu geben. Also vielleicht noch ein paar kurze einführende Worte dazu. Also es ist Zahlen, Daten, Fakten schreibt man mal so schnell hin als Titel. Und wenn man dann sich dran macht und guckt, was gibt's denn alles, dann fällt einem auf, dass das wirklich ein weites Feld ist. Zumal, wenn man dann noch mit den Teilnehmern vorab ein Stück weit kommuniziert, merkt man, dass es noch breiter ist, als man denkt. Also ich werde mich heute auf die Marktdaten konzentrieren, also geologische Daten etc. Das wäre nochmal ein ganz anderes Feld. Das sprengt den Rahmen hier, das werde ich nicht behandeln. Also es geht rein um Marktdaten und welche Daten wir eben da haben, um den Markt ein bisschen besser zu kennen und kennenzulernen. Und genau, und das sind natürlich größtenteils Zahlen, die von anderen erfasst werden und berechnet werden. Es sind auch einige im Publikum, die das selber machen. Ich reg da auch speziell an der Stelle gerne an, sich einzuschalten, zu ergänzen, mitzudiskutieren. Also es soll kein Frontalunterricht heute sein. Ich werde einfach sagen, was mir so bekannt ist und wo eben eventuell noch Lücken bestehen. Genau. Also ich will einsteigen mit einem kurzen Überblick, was gibt es denn eben überhaupt für Statistiken und was bilden die ab? Wir haben die klassischen Statistiken erstmal im oberflächennahen Geothermiebereich. Das ist die Wärmepumpenabsatzstatistik vom Bundesverband Wärmepumpe und vom BDH, die eben die Anzahl der Anlagen abbildet. Auch das Statistische Bundesamt hat Zahlen, nämlich genau, was die genehmigten und fertiggestellten Neubauten angeht. Welche Heiztechnologien werden da eingebaut? Da wird auch die Geothermie gesondert ausgewiesen. Also hier eben die oberflächennahe Geothermie, die Erdwärmepumpen. Und dann gibt es auch sehr, sehr interessante Zahlen, oder leider muss man sagen, gab es sehr interessante Zahlen. Es gibt zwar immer noch Zahlen vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zu den geförderten Wärmepumpen, aber sie sind nicht mehr so zahlreich, wie sie waren bis Ende 2019. Dazu später vielleicht noch mehr. Aber dort wird auch angegeben zusätzlich die Leistung der Anlagen, also einzeln und auch aufsummiert. Und es gibt auch Daten eben zu den ausgelösten, also zu den Investitionskosten für die Anlagen und für die Fördermittel etc. Dann gibt es im tiefen Geothermiebereich vor allem eine Datenbank, die wirklich, also die auch die angesprochenen geologischen Daten, die ich jetzt hier im Vortrag weglassen werde, noch mit zeigt. Das ist Geotis im tiefen Geothermiebereich. Also da ist im Prinzip alles zu finden zu den ganzen geothermischen Anlagen, was man eigentlich wissen will. Und genau, dann
gibt es auf der einen Seite, also das sind jetzt so groben Daten, die jetzt direkt im Prinzip aus der Branche kommen. Es gibt die AGE STAT, also die Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energiestatistik, die wiederum Daten aggregiert. Da sind eben diverse Einrichtungen ja, organisiert, die im Auftrag der Bundesregierung eben sich um statistische Auswertung kümmern. Also auch das später noch einzeln angesprochene Umweltbundesamt. Dort werden auch Leistungszahlen, auch Zahlen eben zur Energiebereitstellung, zur physikalischen Arbeit und zu den Impulsen, zu den Wirtschaftsimpulsen dargestellt. Das Umweltbundesamt habe ich hier nochmal speziell aufgeführt, weil es gibt eine sehr, sehr interessante Publikation, die sich auch niederschlägt dann in der Statistik von der AGE STAT, die Treibhausgasemissionen beziehungsweise die Vermeidung der Treibhausgasemissionen beleuchtet. Das ist die einzige Publikation, die das macht. Die macht das wirklich super aufgeschlüsselt. Also man kann auch sehr gut damit arbeiten. Und dann gibt es natürlich bei den Genehmigungsbehörden, also vor allem bei den unteren Wasserbehörden, ja, Daten zu den genehmigten Anlagen, dazu später auch noch mehr. Also jetzt ganz in der Schnelle dieser Überblick hier. Ich will jetzt in der Folge nochmal ganz kurz zeigen, ohne jetzt wirklich auf die einzelnen Zahlen groß einzugehen, wie ist die Systematik, wie sehen die Grafiken aus, was für Daten werden eben ausgegeben. Ich habe es schon größtenteils angerissen. Eben, es gibt die Wärmepumpenabsatzstatistik des Bundesverbandes Wärmepumpe, wo eben die Wärmepumpenhersteller melden an einen Notar, was sie in den jeweiligen Monaten an Wärmepumpen verkauft haben. Das wird erfasst in einzelnen Leistungsklassen und dann wiederum wird eine Jahresstatistik erstellt, eben wie viele Wärmepumpen eben erdgekoppelter Art oder auch Luftwärmepumpen verkauft wurden. Und also es ist nicht jetzt direkt der Einbau, sind die Verkaufszahlen an den Großhandel, an die Handwerker etc. Und das ist genau, aber natürlich eine sehr, sehr umfassende Statistik. Da sind so gut wie alle Wärmepumpenhersteller melden in diese Statistik. Also das sind sehr belastbare Zahlen und geben halt eben einen Überblick über die Anzahl der verkauften Erdwärmepumpen. Die angesprochene Statistik vom Statistischen Bundesamt, die ist eigentlich im Baubereich, da kommt die her. Und zwar geht es um die genehmigten und fertiggestellten Wohngebäude einerseits, andererseits auch Nichtwohngebäude. Da wird unterschieden zwischen primärer Heizenergie und sekundärer Heizenergie. Es wird auch nochmal in Extratabellen unterschieden nach sozusagen den alten Bundesländern, den neuen Bundesländern. Also jetzt ganz kurz zu den Zahlen. Man sieht natürlich erwartungsgemäß, dass hier die Geothermie, also die oberflächennahe Geothermie, natürlich hauptsächlich als primäre Heizenergie eingesetzt wird. Gerade bei den Wohngebäuden. Hier nochmal die Übersicht für die Nichtwohngebäude. Da sieht es ein bisschen anders aus, aber es ist, wenn man die Investition wagt, eigentlich in der Regel die primäre Heizenergie. Dann haben wir eben die geschätzten Zahlen gehabt, in Klammern, vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zum Marktanreizprogramm. Die Zahlen, die Sie jetzt hier sehen, sind mit Stand Ende 2019. Das sind die letzten wirklich super detaillierten Zahlen, die wir bekommen haben. Es gab eine gewisse Lücke in 2020, wo wir gar nichts bekommen haben. Jetzt bekommen wir wieder was. Aber das ist stark zusammengefasst, weil auch die Fördersystematik sich geändert hat. Also ich denke mal, das liegt darin begründet, das ist sehr schade. Aber wir haben hier einiges an Datenschatz sozusagen, mit dem wir einiges anfangen können, in der Vergangenheit eben bekommen. Hier sehen Sie jetzt die geförderten Wärmepumpenanlagen. Es gibt eben einerseits die Statistik zu den gestellten und geförderten Wärmepumpen beziehungsweise allgemeinen Anlagen über das Marktanreizprogramm. Und bei der Förderentscheidung wird dann unterschieden. Hier wird aufgeschlüsselt eben auch, wie ist der Anteil der erdgebundenen Anlagen. Und Sie haben eben neben der Anzahl der Anlagen auch die ausgeschütteten Mittel,
die Investitionen, die damit ausgelöst wurden, die Leistung. Also da hat man in dieser Übersicht schon einiges. Und dann gab es eben auch anonymisierte Datensätze. Ich habe jetzt hier einfach mal einen Auszug rausgenommen, um zu zeigen, wie sieht das aus. Also man hat anonymisiert auf Postleitzahlenbasis genau eben Angaben auch in, wird das im Haushalt eingesetzt, wird das in einem Gewerbebetrieb eingesetzt. Ist es jetzt eine Brunnenanlage, ist es eine Sohle-Wasser-Wärmepumpe mit Bohrung etc. Das steckt ja alles mit drin, auch die Wärmeleistung, Jahresarbeitszahl, auch wann ist der Antrag eingegangen, wann ist die Anlage in Betrieb gegangen, wann wurden die Mittel ausgezahlt. Also da steckt wirklich sehr viel drin und man kann damit sehr viel spielen. Das haben wir auch mal gemacht, als die Förderung 2015 angepasst wurde. Wurde eben auch eingeführt, dass die Erdsondenanlagen ein Stückchen mehr Förderung kriegen, aber dann auch eben das Bohrunternehmen zertifiziert sein muss und so weiter. Also es hängen auch Bedingungen daran. Und das haben wir mal zur Grundlage genommen, um mal zu analysieren, wie ist denn die Aufteilung zwischen Kollektoren und Erdsonden. Das ist ein bisschen um die Ecke und ich will jetzt auch nicht sagen, dass das genau den Markt abbildet, weil einerseits deckt das jetzt nur die Anlagen ab, die gefördert werden und andererseits ist es jetzt mit gewissen Unschärfen immer noch verbunden. Aber man sieht einerseits die Erdsonden, wie erwartet, sind die am verbreitetste Technologie, aber die Kollektoren haben einen Anteil, der höher ist, als viele das vielleicht vermutet haben. Nochmal hier wird deutlich, dass eben die Förderung auch mal angepasst wurde. Nämlich 2015 im April gab es eine neue Förderrichtlinie, also dann auch 2020 nochmal, das steckt jetzt hier nicht mit drin. Da wurde im Prinzip eine bis 40 kW im Prinzip eine Fixförderung eingeführt, weil es eben eine Mindestförderung gab und dadurch war es auch für kleinere Anlagen attraktiver, sich fördern zu lassen und es vielleicht auch überhaupt einzubauen. Und deswegen hat man hier einen Knick, was die durchschnittliche Heizleistung angeht, der geförderten Wärmepumpen, von 14,2 in 2015 noch zu 10,1 in 2016. Gleichzeitig gehen die Jahresarbeitszahlen hier statistisch gesehen nach oben. Jetzt fehlt hier leider. Da steht nämlich eigentlich eigene Berechnung nach BAFA, das muss ja genannt sein. Also das sind alles Zahlen eben vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Dann haben wir eben eine super tolle Datenbank, die sich GEOTIS nennt, also geothermisches Informationssystem ausgesprochen, die eben die einzelnen Standorte auch abbildet in einer Karte. Es gibt auch eine Tabelle dazu, wo wirklich die ganzen Daten nicht nur der Heizwerke, nicht nur der Kraftwerke, sondern auch der ganzen Thermalbäder, die ja auch Geothermie sind, abgebildet werden. Die werden da abgebildet und auch zusätzlich noch eben geologische Daten. Und das ist wirklich eine ganz eine tolle Datenbank, wo man sehr viel damit anfangen kann. Und wir haben auch, wir haben das ursprünglich auch mal selber gemacht, haben das abgefragt bei den Betreibern, was eben Kollegen von GEOTIS auch machen. Wir haben aber seit einiger Zeit dann gesagt, unsere eigene Projektliste, in der wir das nochmal ein bisschen aggregieren und dann eben auch Summen ausgeben. Hier zu sehen jetzt eben die klassischen Anlagen, also die Fernwärmeanlagen und die Kraftwerke, wo wir das einfach nochmal ein bisschen zusammenfassen wollen. Das findet man auch bei uns auf der Seite gesammelt. Ich gehe jetzt mal kurz hier rüber. Moment. So. Also das findet man hier bei Geothermie und Geothermie in Zahlen, findet man das nochmal ausgewertet. Auch hier unten nochmal für die oberflächennahe Geothermie eben ein paar Zahlen. Also wer die Seite noch nicht kennt, hier versuchen wir es auch immer sehr aktuell zu halten. Da können Sie die Daten auch immer eigentlich nachschauen. So. Also hier gibt es umfassende Daten und auch einzeln aufgeschlüsselt zu den tiefen geothermischen Anlagen. Wir haben dann andererseits, wie gesagt, die Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energiestatistik,
die eben hauptsächlich Daten zur installierten Leistung, zur produzierten Wärmemenge und Strommenge und eben diese Überblickszahlen für die ganze erneuerbare Branche darstellt. Hier jetzt eben Auszug aus der Datentabelle für 2020, wo eben für die tiefe Geothermie und für die oberflächennahe Geothermie dargestellt wird, wie viel Gigawattstunden eben da bereitgestellt wurden an Wärme und Kälte und wie der Anteil sozusagen der erneuerbaren Energien, also hier der tiefen und der oberflächennahen Geothermie, an der Energiebereitstellung insgesamt ist, also 0,1, 1,4%, wobei man dazu sagen muss, es ist hier auch schön aufgeführt, es geht hier um die oberflächennahe Geothermie und Umweltwärme. Umweltwärme heißt, Luftwärmepumpen sind da auch mit drin, also das sind eben die Wärmepumpen. Das ist aus unserer Sicht ein bisschen schade, weil wir wüssten natürlich auch gerne ein bisschen genauer, beziehungsweise würden das gerne sehen, dass die Bundesregierung das auch wirklich für die Geothermie getrennt ausweist. Es ist ja auch bei den anderen Technologien, im Prinzip geht es immer um die Wärmequelle und das ist einfach eine andere, wenn es jetzt Geothermie ist, als wenn es Umweltwärme, als wenn es Luft ist. Also im Biobereich hat man das ja wirklich sehr, sehr stark unterschieden. Das würden wir uns auch wünschen, dass das in Zukunft gemacht wird. Wir haben das schon ein paar Mal angemerkt, aber das wurde leider noch nicht aufgenommen. Und hier sieht man dann eben auch die vermiedenen Treibhausgasemissionen, also die tiefe Geothermie hat in 2020 mit allen Anlagen 383.000 Tonnen CO2 vermieden und die oberflächennahe Geothermie eben mit den Luftwärmepumpen 2 Millionen Tonnen CO2. Hier nochmal eine Darstellung sozusagen, die Anteile innerhalb der erneuerbaren Energien, also wenn die Energiebereitstellung aus erneuerbaren Energien für Wärme und Kälte eben 100% ist, dann ist eben der Anteil zum Beispiel der tiefen Geothermie bei 0,8% und oberflächennahe Geothermie und Umweltwärme tragen mit 8,9% bei. Ja, dann gibt es eben diese Publikation zu den Treibhausgasemissionen beziehungsweise zur Treibhausgasemissionsvermeidung vom Umweltbundesamt. Sie sehen jetzt hier, wie sozusagen die Systematik auch ein Stück weit ist. Also es wird erstmal geschaut, was wird denn überhaupt vermieden? Also welche Technologien? Bei tiefen Geothermie ist das in der Regel dann eben Fernwärme, also konventionelle Fernwärme. Welche Energieträger werden dort eingesetzt? Welche Emissionen haben diese Energieträger, wie eben zum Beispiel Kohle? Welche Emissionen gibt es dann doch in der Vorkette etc. der einzelnen erneuerbaren Energien? Das wird miteinander verrechnet. Und dann wird auch noch ein Nettovermeidungsfaktor ausgegeben, der sozusagen angibt, wie viel Gramm pro Kilowattstunde der jeweiligen Energie vermieden werden. Man hat da auch nochmal, also es geht um CO2-Äquivalente, man hat auch noch andere Emissionen, die hier mit reinfließen. Es ist nicht nur CO2, die hier noch dargestellt werden. Das ist eine von vielen Tabellen. Ich bin echt ein großer Fan dieser Aufstellung. Man kann damit sehr viel anfangen, weil wirklich im Prinzip jeder Rechenschritt erläutert wird und in der Tabelle dargestellt wird. Wir haben vor einigen Jahren auch gesagt, okay, wir würden gerne noch ein bisschen mehr wissen, eben zum Beispiel über die Verteilung von Erdsonden und von Kollektoren und auch ein bisschen mehr über die Bohrungsanzahl, über die Bohrmeter und sind einfach mal herangetreten an die Landesbehörden und haben das abgefragt. Und das ist jetzt hier die Darstellung, was wir sozusagen bekommen haben, was in den einzelnen Ländern erfasst wird. Jetzt muss man wissen, die Daten liegen größtenteils bei den unteren Wasserbehörden, also auf Landkreisebene vor. Und die werden auf Landesebene von den übergeordneten Behörden auch gesammelt. Wir haben auch erfahren, dass nicht immer alles gemeldet wird, also auch nicht immer jeder Landkreis die Daten meldet. Aber insgesamt liegen Aussagen vor über die Anlagenzahl, auch an vielen Orten über die Bohrmeter und die Bohrungsanzahl, teilweise über die Heizleistung, über die Kühlleistung, über den Rückbau leider nicht. Das hatten wir ein Stück weit erwartet. Wir haben trotzdem versucht,
weil wir natürlich auch ein bisschen uns da annähern wollen, wie ist denn eigentlich der Nettozubau der Anlagen, weil wir wollen ja wissen, wie viele Erdwärmepumpen werden durch Erdwärmepumpen ersetzt. Wir sind ja inzwischen, es gibt ja 30, 40 Jahre, werden die Anlagen installiert. Also da gibt es einen gewissen Ersatz. Und andererseits werden vielleicht auch Anlagen außer Betrieb genommen. Da gibt es keine Informationen seitens der Genehmigungsbehörden, die da vorliegen, was eben auch im Rahmen der Systematik, also es wird ja erfasst bei der Genehmigung, auch irgendwie zu erwarten ist eben. Jetzt bin ich hier ein bisschen durchgerauscht. Ich will es noch mal kurz zusammenstellen, was sind aus meiner Sicht die absoluten Vorzüge, was sind die Stärken der einzelnen Statistiken und was sind die Herausforderungen. Sie haben alle leisten alle einen wichtigen Beitrag dazu, den Markt ein Stück weit besser zu erfassen und kennenzulernen. Andererseits hat auch jede Statistik gewisse Schwächen. Also bei der Absatzstatistik zu den verkauften Wärmepumpen hat man wirklich eine nahezu oder vollständige Erfassung der Wärmepumpenverkäufe. Da kann vielleicht auch nochmal aus dem Teilnehmerkreis jemand was dazu sagen, wie hoch da der Anteil geschätzt wird, der Wärmepumpen, die verkauft werden, also die gemeldet werden am Gesamtmarkt. Genau. Und hier hat man aber, man will ja auch immer wissen, okay, wie hoch ist die neu installierte Leistung? Und das ist hier dann auch nur mit einer Expertenschätzung zu machen, weil eben Leistungsklassen aggregiert werden. Also es wird nicht gefragt, okay, wie viele Wärmepumpen mit 9,3 Kilowatt wurden verkauft, sondern halt von bis zu 10 kW und so weiter. Da muss man dann natürlich nochmal abschätzen, wie ist die Verteilung innerhalb dieser Kategorien. Beim Statistischen Bundesamt hat man dadurch, dass es um Baugenehmigungen geht, wirklich belastbare Zahlen, die auch wirklich einen sehr engen Bezug wirklich zum tatsächlichen Einbau haben. Man hat aber natürlich, weil es sind Neubauten, keine Aussage zu Bestandsgebäuden. Also wenn man darüber was aussagen will, müsste man jetzt in irgendeiner Form verrechnen, die Zahlen vom Statistischen Bundesamt mit denen vom BWP und vom BDH. Was aber natürlich auch gewisse Unschärfen dann eben mit sich bringt. Und man hat hier erst seit 2010 wirklich die Geothermie unterschieden. Davor hat man von Wärmepumpen gesprochen. Die Zahlen vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausbaukontrolle bin ich ja schon detailliert eingegangen. Also hier gibt es wirklich oder gab es bis 2019 detaillierte Werte, mit denen man sehr viel machen kann. Also die Durchschnittsleistung ist zum Beispiel bestimmbar. Dadurch wissen wir, dass wir eher jetzt unter 10 kW sind bei der Heizleistung von Erdwärmepumpen. Und diese Datensätze sind aber leider nicht mehr in dieser Form verfügbar. Und wir haben eben nur die geförderten Wärmepumpen erfasst. Das sind zwar viele, ich glaube, das sind so um die 70%, die gefördert werden. Aber, also wenn man das vergleicht mit den Absatzzahlen, aber es sind natürlich auch längst nicht alle. Dann haben wir eben mit Geotis zur tiefen Geothermie wirklich sehr, sehr umfangreiche Zahlen. Die Zahlen werden direkt gemeldet von den Betreibern. Also da gibt es keine zwischengeordnete Einrichtung, sondern das sind die direkten Zahlen von denen, die es wissen müssen, nämlich von den Projektbetreibern. Hier gibt es aber, soweit ich das weiß, keine Ausgabe jetzt von Gesamtzahlen. Das machen wir dann eben mit unserer Projektliste, dass wir das zusammenrechnen. Uns ist aufgefallen, dass es hier eine Abweichung gibt zwischen den Zahlen von Geotis und den Zahlen von der AGE Stadt. Also im Bereich der installierten, also der elektrischen Leistung. Das ist jetzt vor ein paar Tagen, ist uns das aufgefallen. Wir sind da mit den Kollegen von Geotis dran, das zu klären. Weil irgendwie ist es komisch, weil eigentlich melden in beide Statistiken natürlich die Betreiber ihre Zahlen. Also bei der AG Stadt wird das über die Bundesnetzagentur eingespeist. Das sind im Prinzip dann die Daten, die dann vorgelegt werden müssen bei der
EEG-Vergütung und der Anmeldung der Anlagen dazu. Also da sind wir gespannt, was dabei rauskommt und wie das erklärt werden kann. Aber das ist jetzt, genau, ist noch zu klären. Die AG Stat eben, das sind Zahlen, die von der Expertengruppe zusammengestellt sind. Das sind die offiziellen Zahlen der Bundesregierung. Also die sind natürlich auch super verwendbar, super belastbar. Und sie haben eben auch Daten zur Wirtschaftsleistung. Wie gesagt, hier gibt es eben gewisse Abweichungen von den Zahlen von Geotis. Da müssen wir mal klären, wer da sozusagen näher an der Realität dran ist. Und hier gibt es halt eben leider zur oberflächennahen Geothermie keine genauen Aussagen, weil es mit der Umweltwärme zusammengerechnet wird. Dann die Statistik vom Umweltbundesamt zu den Treibhausgasemissionen. Das ist die einzige Statistik, die sich diesem wichtigen Thema, also wie ist die Umweltschutzwirkung, die Klimaschutzwirkung, ja, wie ist der Effekt auf dieser Ebene? Und das sind eben auch offizielle Zahlen der Bundesregierung, auch, also auch dahingehend sehr gut verwendbar. Hier liegen aber viele Annahmen zugrunde und das ist dann im Einzelfall, muss man ein bisschen tiefer einsteigen, um damit arbeiten zu können. Also ich erinnere mich an eine Anfrage aus dem Mitgliedsbereich. Da ging es um einen Ort und die haben sich überlegt, was setzen sie als Wärmeversorgung in Zukunft ein. Und es war, glaube ich, die andere Alternative zur tiefen Geothermie war ein Hackschnitzelheizwerk oder also auf jeden Fall ein größeres Holzheizungswerk. Und da muss man dann halt sehen, dass einfach bei diesen allgemeinen Zahlen, bei diesem spezifischen Emissionsvermeidungsfaktor, es wird ja immer gegengerechnet, was damit traditionellerweise vermieden wird. Und jetzt ist das bei einer Hackschnitzelheizung normalerweise eher Öl und Gas und bei der tiefen Geothermie eher wirklich konventionelle Fernwärme. Und dadurch ist die Ausgangsbasis eine unterschiedliche. Man müsste jetzt im Prinzip, wenn man das für einzelne Projekte machen will, die gleiche Basis schaffen, sich angucken, okay, was wird denn da jetzt vor Ort wirklich ersetzt, die Emissionsfaktoren hier rausnehmen und das gegenrechnen und dann kommt man auf einen guten Vergleich. Also das ist nicht ganz trivial, da muss man wirklich ein bisschen mehr ins Thema einsteigen, um eben diese Aussagen zu einzelnen Projekten dann treffen zu können. Also die sind eben immer auf der übergreifenden Ebene die Aussagen und wenn man auf der Ebene einzelnes Projekt was sagen will, dann muss man da näher reingehen. Bei den Genehmigungsbehörden ist der Vorteil, wir haben hier eine regionale Aufschlüsselung. Das haben wir halt bei so gut wie keiner Statistik. Das haben wir beim BAFA noch, bei den Datensätzen und bei den auch übergreifenden Statistiken, zumindest auf Bundesländerebene und eben bei den Datensätzen auf Posterzahlenebene. Das haben wir hier halt auch nochmal. Das ist eine Stärke sozusagen dieser Daten. Aber eben ist einerseits liegt das nicht immer von allen, wird es nicht immer weitergegeben von allen Landkreisen. Und andererseits werden die Kollektoren hier unzureichend erfasst, weil Kollektoren ja in der Regel nicht genehmigungspflichtig sind, zwar anzeigepflichtig, aber sie werden nicht alle angezeigt und deswegen gibt es da wenige Daten darüber. Also man hat in den meisten Bundesländern, als wir das mal analysiert haben, eben bei diesem kleinen Projekt, haben wir dann festgestellt, dass der Anteil der Sonden halt bei über 90% laut dieser Daten liegt. Das ist auf keinen Fall die Realität. Genau. Das war jetzt sozusagen mein, in Anführungszeichen, Frontalunterricht. Ich stehe natürlich danach für Fragen auch zur Verfügung. Wir wollen aber auch diskutieren. Und ich habe im Vorfeld ja eine E-Mail geschrieben an die angemeldeten Teilnehmer und will jetzt hier kurz darstellen, was kam zurück an eben Wünschen sozusagen. Also was fehlt? Es fehlen eben von der Bundesnetzagentur die Einzeldaten. Das ist eben vor dem Hintergrund dieser Abweichung auch ein bisschen zu sehen. Da könnten wir natürlich das auch besser analysieren, bei welchem Projekt
gibt es jetzt irgendwie Abweichungen zum Beispiel? Dann gibt es bei den Statistiken jetzt speziell zur oberflächennahen Geothermie, fehlt im Prinzip eine umfängliche Erfassung der Quellentechnologie. Da bin ich ja auch schon drauf eingegangen. Man kann das über die Zahlen vom Marktanreizprogramm ein Stück weit machen, aber man hat keine direkten Datenquellen. Und dann gibt es zur Erneuerungsrate von erdwärmebasierten Wärmepumpen leider auch keine Zahlen. Stichwort Nettozubau. Und es wäre natürlich auch schön, eben noch ein bisschen erweiterte Leistungsklassen für die Wärmepumpenanwendung gerade im größeren Bereich zu haben. Weil ich glaube, da ist jetzt zum Beispiel bei der Statistik vom Bundesverband Wärmepumpe dann 50 bis 100 kW eine Gruppe. Das sind natürlich auch ist eine kleinere Anzahl an Anlagen und Wärmepumpen. Die überwiegenden sind um die 10 kW. Aber es ja, macht ja schon einen Unterschied. Es ist 50 kW, es ist 100 kW. Die zweite Frage ging ja in die Richtung, wie könnte man eben die Datenlage verbessern? Da wäre jetzt sozusagen eben ein Punkt, eine Meldepflicht für nicht genehmigungspflichtige Anlagen. Das gibt es in vielen Bundesländern in Deutschland. Gibt es das, aber dieser Meldepflicht kommt nicht jeder nach. Dann war ein Vorschlag zu, also Studien durchzuführen mit stichprobenartigen Befragungen von Dienstleistern. Da müsste man wahrscheinlich ein ganzes Projekt draus machen. Das wäre an der Stelle mal wirklich, ja, wäre mal schön, dann ein Projekt zu machen und sich auch entsprechend fördern zu lassen. Ich glaube, das ist viel Arbeit. Das macht aber sicher auch großen Spaß. Und dann sozusagen bei der Markterhebung neue Klassifizierungsvorgaben zu machen. Ich weiß jetzt nicht genau, in welche Richtung das geht. Vielleicht kann derjenige, der das geschrieben hat, das nochmal ergänzen. So viel mein Input. Ich würde jetzt erstens die, also zurückgeben an dich, Katrin. Du leitest ja heute. Ich bin ja heute mal auf die andere Seite gewechselt. Und genau, aber jetzt ist sozusagen der Raum da für Fragen, für Nachfragen zu meinem Vortrag, aber eben auch zur umfangreichen Diskussion und Ergänzung. Ja, danke dann erstmal an der Stelle. Und Katrin, ich übergebe gerne an dich. Danke für den Vortrag, Gregor. In 2 Wochen geht es weiter mit Geothermie Insights. Das nächste Thema, das wir behandeln werden, ist das Thema Grundwassermanagement zur optimierten Wärme- und Kältebereitstellung. Wir haben dann in 2 Wochen 2 Referenten hier vor Ort. Einmal der Herr Immanuel Pache von der SWM, Stadtwerke München, und einmal Herr Dr. Kai Zosseder von der TU München, die uns dort an ihrer Expertise teilhaben lassen. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie heute mit dabei waren, und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Start ins Wochenende und freue mich, Sie das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Und danke dir, Gregor, für deinen Einblick, für deinen Input heute. Ein wichtiges, wichtiges Thema. Danke auch dir, Katrin, und auch schöne Grüße in die Runde und ein schönes Wochenende von meiner Seite.